Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Magazin Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Haben Sie nicht auch mal wieder Lust auf eine Veränderung? Das Cambiare in Sonthofen wäre dafür eine gute Adresse. Das Geschäft als Friseursalon zu bezeichnen, würde zu kurz greifen. Viel zu kurz. Man kann sich zwar dort auch einfach nur die Haare schneiden oder färben lassen, aber so richtig in ihrem Element sind die Spezialistinnen erst, wenn sie die Regie führen und ein komplettes Umstyling starten dürfen. Der Cambiare Store in Sonthofen. In heimeligem Ambiente kann man sich hier die Haare schneiden, den Nacken ausrasieren oder sich auch Strähnchen färben lassen. Das Ziel der Friseure geht aber weiter, als nur ihre Arbeit zu tun. Sie wollen, dass ihre Kunden rundum glücklich mit ihrem neuen Aussehen sind. Auch im normalen Friseurbesuch ist es uns ganz wichtig, dass die Dame auch dann das Gefühl hat, sie sieht anders aus, wie sie hereingekommen ist. Weil ich finde es unglaublich schade, wenn die Frau nach Hause kommt, den Mann anschaut und sagt, und, fällt dir nichts auf? Und der Mann sagt, beim besten Willen nicht. Warum ist man dann beim Friseur letztendlich geblieben oder gewesen? Also sollte auch da so eine kleine Veränderung sichtbar sein. Die Haare sollten schön aussehen und die Frau sollte ein strahlendes Gesicht haben. Was das Cambiare von anderen Salons unterscheidet, ist das Vorher-Nachher-Konzept. Bei diesem Extra wird dann vor verdeckten Spiegeln gearbeitet und der Typ ganz neu gestaltet. Das Kommando übernehmen dabei ganz die Spezialistinnen vom Cambiare. Dazu gehören neben einer neuen Frisur auch ein verändertes Make-up. Außerdem suchen die Spezialistinnen des Cambiare ein dazu passendes, modisches Outfit. Erst wenn alles bestmöglich aufeinander abgestimmt ist, kommt der große Moment und die Spiegel werden aufgemacht. Das da drin ist dein neues Schwingebild! Immer wieder ein sehr emotionaler Augenblick, wenn sich Frauen neu kennenlernen und ihren veränderten Typ entdecken können. Wir hatten Ihnen in der letzten Zeit ja ein paar der Leute vorgestellt, die Sie vermutlich aus dem Radio kennen. Welchen Radiomoderator Sie kennen, hängt allerdings auch davon ab, wo Sie wohnen. Denn werktags um 18 Uhr teilt sich bei das neue RSA-Radio das Programm für eine Stunde. Dann kommen das Ober-, Ost- und Westallgäu in den Genuss besonders auf sie zugeschnittener Lokalnachrichten. Das Team dahinter stellt Ihnen heute Micha Fuchs vor. Er moderiert sonst die Mehrmusik-Morningshow. So, dann gucken wir mal, wie der Markus Pöppe am Nachmittag so drauf ist heute. Hallo. Hallo. Schönen Nachmittag. Ja, auch so. Das ist ja bei dir Standard, gell? Ja. Schönen Nachmittag zu wünschen. Ja, genau. Zwischen 15 und 19 Uhr darf ich immer ran zu einer ganz genehmen Zeit. Im Gegensatz zu dir muss ich nicht so früh aufstehen und kann ausschlafen und begleite dann die Menschen sozusagen hier im Allgäu in den Feierabend. Genau, bei mir ist es noch dunkel, wenn ich ankomme. Bei dir ist es dann ja dunkel später, wenn richtig, du nach Hause fährst, richtig, oder? Richtig, richtig. Wie, was ist besser? Also gut, ich habe ja auch schon beides gemacht, ich muss sagen. Aber das Ausschlafen ist ganz gut. Das ist so das Wichtigste eigentlich für mich jetzt und der größte Vorteil. Und deshalb kann ich damit ganz gut leben, dass es jetzt im Winter halt ein bisschen dunkel ist. Also das passt schon für mich. Okay. Eine Besonderheit am Nachmittag ist ja auch die Lokalstunde, gell? Genau, die Lokalstunde. Das heißt, zwischen 15 und 18 Uhr sind ich hier aus dem Studio in Kempten und dann splitten wir auf zwischen 18 und 19 Uhr und senden dann ja die Lokalstunden aus dem Ober-, Ost- und Westallgäu. Das heißt, dann bin ich nur noch im Oberallgäu zu hören und die Kollegen sind dann eben in den Außenstudios in Lindau und in Kaufbeuren dann halt auf den jeweiligen Frequenzen im Ost- und im Westallgäu zu hören. Wie die Lokalstunden generell funktionieren auch mit den Kollegen in Kaufbeuren und Lindau, das fragen wir jetzt doch gleich einfach mal die Kollegen selbst. So, das ist die Marion der Trotzow. Hallo Marion. Hallo, du bist die Außenredakteurin für Kaufbeuren, Studio Kaufbeuren. Das heißt, du kennst dich natürlich auch aus mit dem Landrat, mit dem Oberbürgermeister, Herr Bosse und so weiter. Das sind all deine besten Freunde, nehme ich mal an, oder? Ja, kann man so sagen, da als kreisfreie Stadt Kaufbeuren, Oberbürgermeister Stefan Bosse und natürlich hat das Ostallgäu keinen Landrat, sondern die erste Landrätin im Regierungsbezirk Schwaben. Und ja, da bin ich mitunter manchmal auf eine Tasse Kaffee. Es ist natürlich auch sehr sportlich dort, erst recht in Kaufbeuren, wo ja das neue Stadion kommt und so weiter. Mit dem ESVK, da hast du auch Kontakte, oder?
Das ist richtig, spielen ja in der zweithöchsten Eishockey-Liga und wir vom neuen RSA Radio haben auch eine Medienkooperation ganz intensiv seit dieser Saison und da wird das Ganze natürlich im Stadion mit angeschaut und natürlich im Anschluss auch die verschiedensten Interviews gemacht, um zu gucken, wie sich der ESVK in dieser Saison schlägt, aber die Saison dann mit dem Klassenerhalt abschließt. Und das ist auch eine Sache, die jetzt nicht nur Pflichtveranstaltung für dich ist, sondern du bist ja auch privat so ein bisschen Eishockey-Fan, oder? Ja, das ist richtig, gerade speziell hier beim Eishockey, da kann ich meine private Leidenschaft oder das Faible fürs Eishockey ein bisschen mit einfließen lassen. Also 50 ist es dann arbeitstechnisch, 50 auch privat, weil ich schon wirklich als kleines Mädchen, ich komme ja gebürtig aus Kempten und war mit meinem Papa wirklich über Jahre, wahrscheinlich über ein Jahrzehnt, auf fast allen Heimspielen der EA Kempten damals. Okay, wunderbar. Das heißt, so als Außenreporter, wo ist jetzt so einfach der große Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel mir, der in Kempten im Studio einfach nur ist, jeden Morgen? Man ist ja wirklich auch unterwegs, auch bei Wind und Wetter, richtig? Man ist viel unterwegs, auch in den kleineren Gemeinden, schaut und fängt die Stimmen der Bürger dann auch von vor Ort mit ein, wenn entsprechende Themen da sind. Wunderbar. Gut, also Kaufbeuren, großartig berichtet von Marion der Trotzow. In Lindau haben wir auch ein Außenstudio und da schauen wir einfach gleich mal vorbei. So, täglich auf den Straßen des Allgäus unterwegs, hauptsächlich im Westallgäu, unter anderem auch der Kollege Sebastian Frohnmeier. Hallo, Herr Schoen. Und du machst also das in dieser Woche, das wechselt sich ja immer ein bisschen ab, genau. Das Außenstudio Lindau. Richtig. So, jetzt haben wir schon mit der Marion der Trotzow gesprochen, die ist ja hauptsächlich in Kaufbeuern. Als Rasenreporter, wie ist jetzt der Unterschied zu einem Kollegen, der im Studio ist den ganzen Tag, wie zum Beispiel ich? Naja, wir sind sehr, sehr gut unterwegs, sehr gut vernetzt mit den entsprechenden Stationen. Also sprich, wir sind relativ gut am Landratsamt in Lindau dran mit Landrat Elmar Stegmann, Gerhard Ecker als Oberbürgermeister in Lindau. Natürlich sämtliche anderen Gemeinden, Lindenberg, ich will da jetzt keine hervorheben, aber es sind so die, mit denen man doch recht häufig zu tun hat. Und dementsprechend gucken wir, dass wir da halt eben vor Ort sind. Und ja, das ist schon ganz spannend, weil man halt gucken muss, wie koordiniert man alles, wie kriegt man alles unter einen Hut. Gewisse Herausforderungen, aber das macht es ja auch aus. Was wirklich ein richtiges Pfund ist, ist natürlich der Bodensee. Bei schönem Wetter unschlagbar. Okay, wie das denn im Studio aussieht, weil es ist ja auch noch relativ frisch, das neue Studio in Lindau, in der Denkfabrik. Das sehen wir gleich. So, und jetzt sind wir nicht mehr im Auto, ne? Jetzt sind wir im Studio schon in Lindau. Genau, und normalerweise, also ich stehe ja immer morgens. Ja. Muss ich jetzt ehrlich mal anmerken, das werde ich mal gleich dem Chef sagen, dass wir hier sitzen anscheinend im Außenstudio. Ja. Für dich ganz normal. Absolut. Wegen der langen Autofahrt, oder? Genau, das ist genau. Jetzt, ja. Okay. Wer reist, der darf auch rasten, kurzzeitig. Nein, das ist natürlich Luxus, sich auch mal hinsetzen zu können. Aber im Auto sitzt er auch. Ja. Willkommen auf der Kommandobrücke übrigens. So sieht es ja also aus im Außenstudio. Das ist unser Studio hier in Lindau. Wunderbar gelegen in der Tanner Denkfabrik. Natürlich auch noch mit immens beruhigenden Grünwuchs direkt vor dem Fenster. Ja. Man kommt sich so ein bisschen vor wie im Dschungel. Das ist also, hier sind jetzt mehrere Unternehmen, unter anderem halt auch unser Studio, richtig? Ja, genau. Viel Zulieferer aus der Automobilbranche, IT, ein Zahnarzt haben wir auch. Okay. Und die Leute kommen auch ganz gern zu uns hier ins Studio. Ja, wir waren ja vorher im Lindenhof, also wunderschön malerisch gelegen, ein Steinwurf direkt weg. Am See. Direkt am See, wirklich ein Steinwurf weg. Aber es war immer ein bisschen schwierig zu erklären, wo sie jetzt hin müssen. Das ist hier natürlich etwas einfacher zu erklären. Das ist ganz großartig. Die richtige Atmosphäre ist das A und O für ein gemütliches Café. Und wo ließe es sich besser entspannen und mit Freunden plauschen als inmitten eines Pflanzenmeers? Wer das mal erleben möchte, dem möchte ich Selinas Café ans Herz legen. Ein wahres Blumen- und Pflanzenmeer mitten in Wickensbach.
Selinas Café und Brotstüberl in Wiggensbach. Eine grüne Oase mitten am Marktplatz. Zwischen den Blumen der Gärtnerei Walker können Besucher sich eine Pause vom Alltag gönnen. Das Besondere an Selinas Café und Brotstüberl ist die gemütliche Atmosphäre hier. Also die Kunden sollen sich heimisch fühlen. Neben einer großen Auswahl von Kaffeespezialitäten gibt es natürlich auch allerhand Leckeres. Ob etwas Süßes oder Warmes für zwischendurch, hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Und für die etwas größeren Anlässe gibt es auch Vorbestellung Partybrezen. Oder machen Sie jemandem eine Freude mit einem individuellen Gutschein. Frühstücksfreunde, Kaffeeliebhaber und Naschkatzen, hier kommen alle auf ihre Kosten. Frau Walker, die ist auf mich zugekommen mit der Idee, dass wir zusammenarbeiten, Blumenladen und Café. Und so ist das Blumencafé entstanden. Die Idee fand ich total gut, weil in Wiggensbach selber gibt es kein Café. Und das war natürlich das Highlight für mich, dann sofort da mitzumachen, die Idee umzusetzen. Und so kommt beides zusammen. Kulinarischer Genuss inmitten einer bunten Blumenpracht. Selinas Kaffee und Brotstüberl freut sich auf ihren Besuch. Vor ein paar Jahren noch war es etwas ganz Besonderes, wenn man Filme im Kino in 3D angeschaut hat. Man war plötzlich viel näher dran am Geschehen. Ganz normal ist 3D zwar auch heute noch nicht, aber es hat sich zumindest etabliert. Der nächste Schritt zu einem noch intensiveren Kinoerlebnis könnte sich aber an ganz anderer Stelle verbergen, im Sitz. Neue Techniken erlauben es, dass dieser sich passend zum Filmgeschehen mitbewegt. Viele Kinos gibt es noch nicht, die das anbieten. In Bayern sind es gerade mal 3. Und eines davon steht in Füssen. Das Alpenfilmtheater in Füssen. Im Foyer ist noch alles wie in vielen anderen Lichtspielhäusern auch. Das Besondere verbirgt sich in den Kinosälen. Es sind diese Sitze. 8 von ihnen wurden dort eingebaut. Passend zum Filmgeschehen bewegen sie sich mit. Das Alpenfilmtheater ist das einzige Kino im Allgäu und eines von nur 3 in Bayern, das dieses besondere Filmerlebnis bieten kann. Es unterstützt alles, was Sie im Film sehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Auto verfolgt ein anderes Auto und Sie geben richtig Gas, dann haben Sie ja in Wirklichkeit, wenn Sie im Auto sitzen, ein Gefühl dazu. Das heißt, Sie werden nach hinten gepresst oder es wackelt alles ganz, weil es eine holprige Straße ist. Und das wird praktisch im Film umgesetzt. Das heißt, Effekte, die im Film optisch zwar wahrgenommen werden, aber körperlich nicht wahrgenommen werden können, weil sie sitzen einfach auf einem Stuhl, der sich nicht bewegt, werden durch die Bewegung des Stuhles unterstützt. Und somit wird das Kino noch lebendiger. Finanziell hat der Betreiber einiges auf sich nehmen müssen. Knapp 100.000 Euro kostet das System. Erste Testseher waren schnell überzeugt. Also ich bin begeistert, weil ich meine, sowas gibt es nicht jeden Tag und einfach eine Begeisterung. Also ich habe mich da reingefühlt, also reinversetzt in diese Lage und Hammer. Beim Alpenfilmtheater in Füssen plant man aber schon weiter. Ein weiterer Kinosaal soll bald mit den Sitzen ausgestattet werden. Ich hoffe, für Sie war wieder die ein oder andere Anregung dabei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.